Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde und natürlich alle Zuschauer aus nah und fern bei Xtreme24, Ihrem Portal für Modellbahn und Zubehör. Das lange Warten hat jetzt endlich ein Ende. Vor anderthalb Wochen haben wir ja bereits das angekündigt über unsere Social Medien, zum Beispiel bei Facebook. Es wurde auch rege angeklickt und registriert, dass wir mit einer Teleshopping-Tour anfangen. Und heute ist Freitag, 16 Uhr und es beginnt ganz pünktlich. Sie sitzen sicherlich zu Hause ganz bequem in Ihren Sesseln oder vorm Computer und schauen sich das an. Ja, Sie sehen vor mir zum Beispiel hier schon ein Präsentationsmuster, ein Diorama, gestiftet von Modellbahnengel, wo wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Das ist das sogenannte Arkadensystem. Auch das finden Sie bei uns auf den Seiten, wenn Sie da mal ein bisschen stöbern. Das ist aber nicht Gegenstand der Vorstellung, sondern das ist Gegenstand dessen, dass wir hier Modelle draufbauen beziehungsweise unsere Lokomotiven in Baugröße H0 präsentieren werden. Das also dazu. Das Angebot, was wir Ihnen jetzt präsentieren, gilt von jetzt, Freitag, 16 Uhr bis Sonntagabend 20 Uhr. Es sind, wie wir schon auf den Seiten vermerkt haben, sympathische, attraktive Preise. Wir gehen von den Baugrößen H0 bis Z. Fast aller Hersteller präsentieren wir hier. Und es sind Angebote der uns angeschlossenen Händler auf unserem Portal bei Xtreme24. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Wir treten hier nicht als Verkäufer auf, sondern wir bieten die Plattform auch für diese Übertragung für unsere Händler. Und die Angebote, die Sie hier sehen, sind alles Angebote von Händlern deutschlandweit. Die kommen also zu Ihnen sozusagen nach Hause auf Ihr Sofa, auf Ihre Couch, wo Sie sich jetzt diese Angebote ansehen können. Dazu eigentlich alles. Ich möchte jetzt einfach sagen, genug der Vorrede, fangen wir einfach an und wir kommen zu unserem ersten Angebot. Liebe Zuschauer, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist ein Reisezugwagen-Set Deutsche Reichsbahn mit der Artikelnummer 42982 in der Epoche 4. Dieses Set besteht aus 5 verschiedenen Wagen. Sie sehen es bereits auch schon hier auf unserem Diorama sehr schön dargestellt. Die Reihenfolge ist jetzt mal x-beliebig. Die hängt jetzt sicherlich nicht so, wie es vorschriftsmäßig sein soll. Es geht jetzt nur um die Darstellung. Diese Wagen sind unterschiedlicher Bauarten. Es ist ein Bahnpostwagen, Bauart Post-M der Deutschen Post da. Ein Reisezugwagen zweite Klasse mit Gepäckabteil, Bauart BDG HWE. Ein Reisezugwagen Typ YB70, zweite Klasse, Bauart BME. Ein Reisezugwagen Typ YB70, erste, zweite Klasse, Bauart ABME. Alle Wagen sind Sitzwagen der Deutschen Reichsbahn und der Schlafwagen WLAB ist von der Tschechoslowakischen Staatsbahn, der blaue. Ich würde ihn mal versuchen, hier irgendwie ins Bild zu rücken. Ich nehme mal die vorderen weg. Diese Wagen wurden ja sehr oft als Kurswagen mit eingestellt. Dieses fünfteilige Set ist ein Angebot für Märklin und die Märklin-Fahrer. Und dieses Wagenset entstand in Kooperation mit der Firma Tillich in Sebnitz. Dieses Set hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 289,99 und wird im Angebot zu handeln sein, wie gesagt, von heute Nachmittag bis am Sonntagabend für 259,90. Auch hier nochmal der Hinweis an Sie, liebe Zuschauer, alle Angebote sind begrenzt und auch nur in dieser Zeit auf unserer Seite so zu haben. Das heißt also, wenn Sie vorhatten, sowieso sich in der Richtung zu erweitern und solche Wagen zuzulegen, zögern Sie nicht. Das ist ein einmaliges Angebot und ich denke auch ein ganz, ganz attraktives. Wir sind immer noch bei Märklin, haben aber jetzt die Wagenart gewechselt. Jetzt werden nicht mehr Personen befördert, sondern jetzt geht es in den Güterwagenbereich. Und da haben wir Ihnen ebenfalls ein paar sehr interessante Angebote zu machen. Sie sehen hier vorn einen gedeckten Güterwagen der Bauart GBKL 238 der Deutschen Bundesbahn in der Epoche 4. Dieser Wagen hat die übliche Ausstattung, Kurzkupplung und so weiter. Das alles, was man eigentlich heute kennt. Der Wagen ist Länge über Puffer 139 mm und kommt mit der Artikelnummer 46163 bei uns zum Angebot mit einer
unverbindlichen Preisempfehlung von 33,99 Euro. So ist er eigentlich ausgepriesen. Das Angebot unserer Händler beträgt hier für diesen Wagen 23,90 Euro. Und weil wir gerade von Preisen sprechen, liebe Zuschauer, auch hier nochmal der Hinweis: Diese Preisangebote gelten nur heute von Freitag 16 Uhr bis zum Sonntag 20 Uhr. Dann gibt es im Shop wieder die normalen Preise bei uns. Also auch hier etwas sympathische, freundliche Preise zum Zuschlagen. Wer also einen Güterwagen, einen gedeckten Güterwagen dieser Art sucht, wird also bei uns hier fündig. Und der Preis, denke ich, ist auch sehr attraktiv mit 23,90 Euro. Es geht weiter im Güterwagenbereich. Militärtransporte sieht man zwar selten heute auf der Schiene, aber sie gibt es noch. Und hier gibt es einen sogenannten Rungenwagen mit zwei Unimox, die zum Lieferumfang gehören. Der Rungenwagen ist Bauart KBS 443. Die Ausführung ist ohne Handbremsbühne beladen, wie gesagt, mit zwei Schuko-Modellen des Unimog S404 der Deutschen Bundeswehr. Fahrzeughalterung und einsteckbare Rungen liegen der Verpackung bei. Die Artikelnummer dieses Fahrzeugs ist 46936 und die unverbindliche Preisempfehlung dieses Fahrzeugs ist 59,99 Euro. Als Angebot für dieses Wochenende, wo wir diese Livestreams laufen haben, ist 49,90 Euro. Ich denke auch, dass dieses Angebot mit diesen beiden Fahrzeugen drauf ein sehr unschlagbares, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Und weil wir gerade bei der Bundeswehr sind, fahren wir mal die beiden Wagen raus. Und da gibt es natürlich noch ein Fahrzeug, und ich schiebe Ihnen das mal jetzt ins Bild. Es ist ein sogenannter Schwerlastflachwagen der Bauart RIMM PS 650 der Deutschen Bundesbahn, wird bei uns im Shop angeboten mit der Artikelnummer 48799. Der Wagen ist beladen mit einem Kampfpanzer M48 der Bundeswehr und das ist ein Militärfahrzeug von Schuko. Auch dieses Militärfahrzeug, dieser Panzer, gehört zum Lieferumfang im Set dieses Wagens. Der Schwerlastwagen besteht aus Metall, auch die Ladehalterung und die Befestigungsteile, die man jetzt normalerweise ja noch machen müsste, um das Ganze vorbildlich, liegen ebenfalls der Verpackung bei. Die Länge des Panzers beträgt 77 mm mit Kanone 111 mm und der Wagen hat eine Länge über Puffer circa von 12,4 cm. Die unverbindliche Preisempfehlung dieses Fahrzeugs, liebe Zuschauer, liegt für 66,99 Euro festgelegt und unser Angebot 55,90. Sie sehen also, die Händler kommen Ihnen hier bei unserem Verkauf, bei unserem Teleshopping wirklich sehr entgegen. Und wir haben uns auch gedacht, dass wir für diese Zeit, wo wir hier diese Sendung laufen haben, Ihnen besonders günstige oder sympathische Preise bieten. Und ich denke, das ist so ein sympathischer Preis mit diesen Schwerlastwagen und dem Panzer drauf. Auch den schiebe ich jetzt mal beiseite, denn tada, hups, es kommt noch ein Wagen, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Und das ist ein Kesselwagen. Ein Kesselwagen der Bauart ZANS von GATX, eingestellt bei der ZSSK und kommt mit der Artikelnummer 47542, wenn Sie mögen, zu Ihnen nach Hause. Und die Beschreibung und so weiter können Sie sich also dann auch wie alle anderen Fahrzeuge, die wir hier vorstellen, nochmal auf unserer Webseite, auf dieser Spezialwebseite für das Teleshopping nochmal durchlesen. Denn dort finden Sie nur diese Fahrzeuge, die wir hier vorstellen. Dieses Modell eines vierachsigen 95 Kubikmeter Kesselwagen Bauart ZANS ist ein Privatwagen der KVG Österreich mit Werbung GATX, eingestellt bei der ZSSK aus der Epoche 6. Die unverbindliche Preisempfehlung dieses Wagens ist 57,99 Euro und im Angebot steht er für die 2,5 Tage bei uns hier beim Teleshopping bei Xtrain24 für 48,90 Euro. Auch hier sei nochmal der Hinweis gestattet, alle angebotenen Artikel gibt es in einer limitierten Stückzahl und gelten nur
für den Zeitraum heute Freitag von 16 Uhr bis zum Sonntag 20 Uhr. Dann gelten wieder die Normalpreise auf unseren Seiten. Und wir laufen. Die Märklinisten unter Ihnen werden sich sicherlich jetzt schon gefragt haben, was macht der da, der stellt ja nur Wagen vor. Nein, jetzt kommen wir zu den Zugfahrzeugen und tata, ich habe Ihnen hier ein Angebot zu machen. Diese Dampflokomotive der Baureihe 56 der Deutschen Reichsbahngesellschaft der Epoche 2 ist ein Produkt von Brava, aber speziell für Sie, liebe Märklinisten, ausgelegt. Dieses Modell kommt, wie gesagt, als Wechselstrommodell in der Digital-Extra-Version mit Sound und Dampfgenerator. Das möchte ich an dieser Stelle dazu sagen. Also eine sehr umfangreiche Ausstattung vorhanden. Und für diese Lokomotive, also für Freunde der Epoche 2, die also in dem Bereich unterwegs sind und nach dieser Lokomotive bereits gesucht haben, hier haben wir sie für Sie in der MacLean, in der Dreileiterausführung, in der Wechselstromvariante mit Sound und mit Rauch sozusagen. Und das Ganze kostet in der unverbindlichen Preisempfehlung 689,90. Buch, werden Sie sagen, Menge Holz, das stimmt. Unser Angebotspreis für diese Lokomotive beträgt 459,99. Jetzt sollte der ein oder andere doch überlegen und sagen, wow, bei diesem Preisnachlass lohnt es sich doch mal zuzuschlagen. Bitte schön, hier steht diese Lokomotive und wenn Sie sich jetzt entscheiden für dieses Fahrzeug, ist er vielleicht schon in 3 bis 5 Tagen dann bei Ihnen. Also, dieses Angebot ist, wie gesagt, begrenzt. Auch die Stückzahlen sind begrenzt zu diesem Preis. Schlagen Sie jetzt zu, denn diese Angebote kommen, glaube ich, in der Größe nicht mehr zu Ihnen. So, und da wir gerade bei Dampflokomotiven waren und sind, haben wir natürlich für Sie noch eine Dampflokomotive, ebenfalls in der Epoche 2 der Deutschen Reichsbahngesellschaft für Sie im Angebot. Ich werde die mal wegnehmen. Sie können sich gerne mal anschauen. Machen wir dann nochmal und bringe Ihnen jetzt eine andere Dampflok zu Gesicht. Das ist die Baureihe 9810 der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Das ist ebenfalls eine Digitalvariante mit Sound und ebenfalls aus dem Hause Brava. Dieses Modell ist ebenfalls mit allen Features, die man sich vorstellen kann, ausgerüstet. Der Motor hat auch Schwungmassen, Haftreifen, also alles, was einen ordentlichen Lauf für diese Lokomotive eigentlich gewährleistet. Einschließlich natürlich der Kurzkupplung. Das muss ich Ihnen wahrscheinlich auch an der Stelle nicht mehr erklären, denn dieses Angebot können Sie nochmal nachlesen von dieser Lokomotive auf unserer Seite und möchte Sie auffordern, das auch sehr ausgiebig zu tun, denn da kann mehr noch erklärt und gesehen werden, als ich das überhaupt jetzt hier machen kann, schon aus Zeitgründen. Aber dieses Angebot möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Eine wunderschöne, kleine, süße Dampflokomotive für den Nebenbahnbetrieb in der Epoche 2. Wunderbar. So, die unverbindliche Preisempfehlung, das interessiert Sie jetzt wahrscheinlich, ist 399,90. Wir können sie Ihnen für dieses Wochenende für 289,99 € anbieten. Jetzt sagen Sie nichts mehr, ich auch nicht, ich bin sprachlos, was uns die Händler hier zur Verfügung gestellt haben für Sie, liebe Zuschauer, im Teleshopping. Und das sollte eigentlich auch ein sehr attraktiver Preis für Sie sein. So, jetzt machen wir gleich nochmal ein bisschen Seitenwechsel. Jetzt kommen wir nämlich in die modernen Zugfahrzeuge. So, liebe Märklinisten, wir sind immer noch bei Ihnen und Ihrem Gleissystem, dem Wechselstromsystem. Und ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, wir machen eine mit modernen Lokomotiven weiter. Und da haben wir wieder ein paar Spezialangebote aus dem Hause Brava für Sie bereit. Wir fangen an mit einer Diesellok. Die kennt jeder. Das ist die Baureihe 294 der Deutschen Bundesbahn AG Cargo im typischen Verkehrsrot und dem weißen Lätzchen, die da zu sehen sind. Diese Maschine ist mit einer Digital Basic Plus Version mit eingebautem Döhler und Haas Digitaldecoder mit Pufferspeicher
ausgerüstet und ist bereits vorbereitet mit Sound. Schauen Sie sich nochmal hier auch, man sieht es glaube ich hier, man kann durchgucken auf dieses Lüfterrad. Das sind also sehr fein geätzte Lüftergitter, auch wenn man die Trittstufen und so weiter alles hier sieht, alles in Metallausführung und fein geätzt. Diese Lok ist so, wie sie hier steht, hier fehlen natürlich noch ein paar Zugrüstteile dran, das haben wir uns erspart, aber alleine schon in dem Maße ein absoluter Hingucker. Alle Achsen sind angetrieben. Es sind alle spezifischen Details der Baureihen 290, 91, 94, 95 und 96 berücksichtigt an dieser Lokomotive, einschließlich der Position des Lüfters, zusätzliche Geländer, unterschiedliche Drehgestellbestückung. Beleuchtung ist mit wartungsfreien LEDs, aber das ist ja heutzutage fast schon normal und die Norm. Das Chassis und das Getriebegehäuse sind aus Zinkdruckguss. Mein Gott, ein schwerer Name, Zinkdruckguss. So heißt es richtig. Und man hat einen freien Blick durchs Führerhaus. Weiß nicht, ob man das jetzt mal sehen kann. Ich werde mal mit der Hand dahinter spielen. Na, ein bisschen ahnt man es, man sieht es. Der Lichtwechsel ist klar, der ist automatisch je nach Fahrtrichtung. Und diese Lokomotive ist jetzt in diesen vorgestellten Kurzdetails von mir unter der Artikelnummer 41512 bei uns hier im Sondershop beim Teleshopping bei Xtrain24 zu haben. Die unverbindliche Preisempfehlung, jetzt kommt, Sie werden es vielleicht schon auf dem Bildschirm neben mir gesehen haben, ist 344,90 und in der Ausstattung, die ich Ihnen jetzt gerade kurz mitgeteilt habe, Sie können es aber gern nochmal nachlesen auf unserer Seite, diese Lokomotive bekommen Sie für 229,99. Herz, was willst du mehr? Für diesen Lokklassiker in der Ausstattung ist das eigentlich ein Top-Angebot. Ja, und weitere Angebote jagen jetzt das nächste auf unserem wunderschönen Diorama. Wenn Sie sich jetzt fragen, was ist das, kann ich Ihnen auch noch mal kurz erklären. Das ist das Arkadensystem von Modellbahn Engel. Das werden Sie sicherlich schon mal gehört haben. Wir haben bei uns hier auf Xtrain24 ebenfalls darüber mit dem Manuel Engel schon einen Film gemacht. Da können Sie sich das alles noch mal ansehen. Dieses Teil wird zusammengebaut ohne Kleben und Sie können sich, bevor die Schienen natürlich runternehmen, sogar draufstellen, es bricht nicht zusammen. Also eine sehr stabile Konstruktion. Dieses Arkadensystem, wer seine Anlagen umbauen will, das mal ganz nebenbei, kann also im Großstadtsystem diese Sachen wunderbar verarbeiten. So, genug der Rede. Die Lok nehme ich Ihnen jetzt aus den Augen. Zack, nochmal zählen schnell. So, jetzt nehme ich sie Ihnen mal weg. Setze hier an den Bahnsteiggleis, ans Nachbargleis. Und jetzt kommt eine Lokomotive, die ich Ihnen präsentieren möchte. Wenn ich was zu sagen hätte, liebe Zuschauer, liebe Märklinisten, wenn ich was zu sagen hätte, wäre das die Lok, das Modell des Jahres. Das ist in meinen Augen der Hammer. Diese Lokomotive in der Farbgebung, habe ich gerade zu meinen Kollegen hier im Studio gesagt, es ist ja fast zu schade, so teil zu altern. Man muss die so aufnehmen, in sich aufnehmen, so wie sie hier steht. Es ist eine Diesellokomotive Gravita 15D, Baureihe 265, InnoTrans 2012 mit Void Turbo und in DC Ausführung, allerdings hier in der Analogvariante. Das heißt, die ist noch nicht digitalisiert. Der Motor ist mit Schwungmasse ausgerüstet, hat zwei Haftreifen, die Lokomotive, drei Licht, Spitzenbeleuchtung, weiß-rot wechseln, je nach Fahrtrichtung, das ist schon üblich, Kupplungsaufnahme nach NEM 362, also ohne Kurzkupplungskinematik und hat Federpuffer. Ich tue hier mal drücken, Sie sehen das. Also wenn Sie etwas ungeschickt beim Rangieren sind, machen Sie sich Ihre Wagen noch nicht mal kaputt. Das ist also ein sehr schönes Detail. So, diese Lokomotive, keine Kurzkupplungskinematik. Es sind auch wie bei den anderen Lokomotiven oder bei den angebotenen Lokomotiven von Brava, speziell für die MyClean-Fahrer, für die Wechselstromfahrer, alle Details dieser Lokomotive schon eingeflossen von den Vorgängerversionen. Diese Modellvariante, und das möchte ich Ihnen nochmal dazu sagen, ist nicht digitalisierbar. Das heißt also, wenn Sie sich für diese Lok entscheiden, ist das ein Spezialangebot für die Analogfahrer. Muss ich jetzt mal dazu sagen. Wir schauen nochmal am besten von oben aufs Detail, weil diese Lok ist wirklich so klasse.
Jawohl, da haben wir es nochmal. Auch hier diese eingesetzten Dachlüftergitter sind aus Metall und geätzt. Die Treppenstufen, die Aufstiegsstufen sind ebenfalls in Metall geätzt. Die angesetzten Gitter sind extra angesetzt, sind nicht aus Metall. Aber trotzdem ist diese Lok ein Hingucker. Ich sage Ihnen jetzt schnell nochmal meine Artikelnummer. Das ist die 42726. Sie haben es ja auch im Bildschirm hinter mir eingeblendet. Und diese Lok hat einen Angebotspreis, eine unverbindliche Preisempfehlung für 244 Euro. Das ist, denke ich, schon mal ein Hammerpreis. Aber liebe Analogfahrer, es gibt ja noch welche, die sagen, nö, digital will ich nicht, ich bleib dabei. Das wäre diese Lok, die auf Ihrer Anlage fehlt. Und Sie kriegen sie für ein Angebot. Sie sehen es gerade hinter mir, für 159,99. Also da, wer jetzt sagt, nee, will ich nicht, der ist selbst schuld. Ich muss immer wieder dazu sagen, allen Zuschauern, man kann es nicht oft genug sagen, es sind begrenzte Angebote, die also nur für diese drei Tage oder knapp drei Tage gelten, von Freitag bis Sonntag. So, jetzt haben Sie bloß noch eine Chance zuzuschlagen. Ich lasse diese Lok gleich mal stehen, weil diese gleiche Lokomotive gibt es noch in einer anderen Ausstattungsvariante unter der Artikelnummer 42729. Sie sehen es jetzt bereits im Bildschirm. Allerdings ist die richtig toll ausgestattet. Sie hat also eine Digital Basic Plus Version mit eingebauten Döhler und Haas Digital Decoder. Da bleibt eigentlich schon fast kein Wunsch mehr für Sie offen an der Stelle. Der Motor hat zwei Schwungmassen, es sind zwei Haftreifen drauf. Alle digitalen Funktionen, die möglich sind, wie Lichtwechsel, Führerhausbeleuchtung etc., kann man also abrufen, ganz normal über den Digital-Decoder. So, der Motor Schwungmassen hatte ich bereits gesagt und die Kupplungsaufnahme nach NEM 362, aber auch wieder ohne Kurzkupplungskinematik. Muss ich jetzt dazu sagen, das ist ebenfalls eine Lok, die keine Kurzkupplungskinematik hat. Die Federpuffer, hatte ich vorhin schon gezeigt, ich zeige sie nochmal, sind gefedert. Also auch bei der zweiten Ausstattungsvariante. Alles andere wie gehabt, freier Durchblick durchs Führerhaus, geätzte Griffe, Kühler- und Lüftergitterabdeckung und so weiter. Also alles in der Form nachzulesen, auch bei unserem Angebot auf unserer Extra-Seite. Und diese Maschine mit der Artikelnummer 42729 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 359,90 und ist bei uns zu haben für 239,99. Auch hier muss ich sagen, wiederhole jetzt den Werbespruch nicht, wer mehr bezahlt, ist selber schuld. Das werden Sie vielleicht schon mal gehört haben. Aber dieses Angebot gilt auch nur für diese zweieinhalb Tage. Dann geht das Ganze wieder in den Normalpreis über. Sicherlich nicht in die unverbindliche Preisempfehlung. Aber dieses Angebot für 239,99 ist im Grunde genommen unschlagbar für diese Lokomotive. Und wer die kauft, ich habe eine Bitte, nicht altern. Denn die ist viel zu schön, sich hier anzuschauen, auch von der Farbgebung. Und das ist der Hingucker auf Ihre Anlage. So, dann möchten wir uns jetzt mal von dieser Lok verabschieden. Ich nehme sie weg. Na, nochmal gucken. So, jetzt nehme ich sie weg. Setze mal hier drüben hin ans Bahnsteiggleis. Jetzt haben wir natürlich noch eine Diesellok für dieses Wochenende im Angebot. Es ist eine Baureihe 211 der Deutschen Bundesbahn, also der Klassiker schlechthin. Ich hole sie mal von hier hinten und stelle sie Ihnen mal ins Bild. Ich hoffe, ich habe das richtig getroffen. Oh, super, sogar ohne Aufgleishilfe, die Lok steht. Der Draufsicht sagt schon vieles und kann man auch hier zum Beispiel schon sehen, wieder diese geätzten Lüftergitter mit Durchblick auf das Lüfterrad. Also ganz wunderbar. Diese Artikelnummer von dieser Lokomotive, kann ich Ihnen auch schon sagen, ist die 42851. Sie kommt also in der typischen Epoche 4 Lackierung und die Betriebsnummer zum Beispiel ist die 211-259-7. So, Wechselstrom hatten wir schon gesagt. Wir sind immer noch bei Ihnen, liebe MacLean-Fahrer. Diese Lokomotive ist in der Digital-Extra-Version mit eingebauten Döhler und Haas Digital-Decoder mit Licht- und Soundfunktionen zu haben.
Die Lokomotive hat also eine Plax 22 Schnittstelle, der Motor wiederum mit Schwungmasse, zwei Haftreifen, drei Lichtspitzenlichtfunktionen, je nach Fahrtrichtung weiß-rot wechselnd. Dass diese Maschine wieder freien Durchblick im Führerhaus hat, brauche ich nicht zu sagen. Auch die Führerstandsnachbildung ist sehr schön nachgebildet und auch zu sehen. Ist eigentlich alles klar. Die Kupplungsaufnahme nach NEM 362. Jetzt habe ich mir hier gerade ein bisschen was weggenommen. Also nach 362, das heißt also keine Kurzkupplung und der Federpuffer. Ich mache mal gucken, ob das tatsächlich stimmt. Tatsächlich. Die puffern Federn. So, diese Lokomotive, so wie sie hier steht, mit der Artikelnummer 42851, ist zu haben in der unverbindlichen Preisempfehlung für 419,90. Dann werden Sie sagen, ist der verrückt, für 400 Euro will ich nicht haben. Welchen Preis hat Buttig für Sie? Kann ich Ihnen sagen, 279,99, so wie es auch hier gerade in der Grafik zu sehen ist. Auch das ist ein Angebot, wenn Sie jetzt mal die unverbindliche Preisempfehlung sehen und das, für was diese Lok in der Ausstattung zu bekommen ist, einfach auch unschlagbar. Ich denke, das dürfte Ihr Herz höher schlagen lassen. Ja, und da sind wir erstmal soweit fertig mit den Angeboten für Sie, liebe MacLean-Fahrer, was ich Ihnen heute hier präsentieren wollte und durfte. Die nächsten Angebote kommen natürlich auch noch, nur nicht heute. Wir haben uns das ein bisschen aufgehoben, denn Sie wissen ja, es ist diese Black Friday-Woche und es wird einen Black Friday geben, auch bei uns. Bei X-Train 24 nächste Woche, nächsten Freitag, werden Sie weitere Angebote finden. Nur nicht mit mir, allerdings dann auf dieser Seite, wo Sie jetzt schon rumsurfen, werden diese besonderen Angebote kommen. Ich würde Ihnen also empfehlen, schauen Sie einfach nach, was wir nächste Woche noch für Sie vorbereitet haben. Und ich kann jetzt schon versprechen, machen Sie es ruhig, es lohnt sich. So, ein weiteres Angebot für unsere Dreileiterfahrer, für unsere Merkelnisten, steht auch hier vor mir. Es ist eine moderne Elektrolokomotive der Baureihe 102 der DB AG mit der Artikelnummer 36202 bei uns zu finden. Und diese Lok hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 279,99 Euro und ist für 269,99 Euro bei uns zu haben. Die Maschine ist ausgeführt folgendermaßen. Das Fahrgestell und der Aufbau ist in Metallausführung mit Digitaldecoder MFX und umfangreichen Geräuschfunktionen versehen. Der Spezialmotor, zentral eingebaut, treibt vier Achsen über Kardan an und die Lok hat hat Haftreifen. Die hat auch die üblichen typischen Features wie mit der Fahrtrichtung wechselnde Dreilicht, Spitzensignal, zwei rote Schlusslichter. Und so weiter und so weiter. Alles andere kann man dann noch mal genauer nachlesen, wer für sich diese Lokomotive interessiert, auf dieser Angebotsseite von X-Train 24 für dieses besondere Wochenende. Diese Lokomotive mit der Artikelnummer 36202, die Elektrolok Baureihe 102 der DB AG, ist im Angebot bei uns für 269,99 Euro. Zu haben. Ein weiteres Angebot von MacLean sehen Sie jetzt gerade vor mir stehen, die Elektrolok, die Baureihe 110.3 der DB mit der Artikelnummer 39124. Diese Lok gibt den Betriebszustand um 1979 wieder und hat die Betriebsnummer 110365-4. Die Ausführung mit Bügelfaltenfront ist auch sehr unschwer zu erkennen, also für alle Bügelfaltenfans eigentlich ein Muss. Und sie hat auch eine kleine Besonderheit, sie hat ein lackiertes Frontlätzchen dran. Diese Maschine ist ausgerüstet auch mit einem Digitaldecoder MFX Plus mit umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb ist zentral eingebaut, vier Achsen über Kardan angetrieben und die Maschine hatte auch Haftreifen. Die fahrtrichtungsabhängig wechselnden Schlusslichter und so weiter, das ist ja eigentlich schon eine ganz normale Ausstattung. Dieses Modell mit der Artikelnummer 39124 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 329,99 Euro und das Angebot eines
uns angeschlossenen Händlers hier auf Xtreme beträgt für diese Lok 319 Euro. Ja, liebe McLean-Freunde, nun brauche ich Ihnen und auch die anderen Modellwagenfreunde, die hier zuschauen, nichts mehr dazu erklären, denn das, was hier steht, ist das Highlight schlechthin. Leider Gottes nicht mehr im Original zu fahren. Sie wissen, das Fahrzeug hatte vor ein paar Jahren einen schweren Unfall und dieses Fahrzeug wurde so schwer beschädigt, dass ein Wiederaufbau zu teuer käme und auch nicht lohnt. Aber es gibt diesen Zug, diesen gläsernen Zug, ja auch noch im Modell. Die Baureihe 491 der DB in AC-Ausführung und Sound, das ist ganz klar. Das ist eigentlich insofern schon eine wunderbare Maschine für Ihre Anlage, zumindest für die, die also auch gestaltungsmäßig da unterwegs sind, mit Aussichtszügen zu fahren. Ausgestattet ist dieses Fahrzeug mit einem Scheren- und einem Einholm-Stromabnehmer, jeweils mit Doppelschleifstück. Und der Triebwagen trägt die Betriebsnummer 491-001-4 und gibt den Betriebszustand von 1986 wieder. Der Antrieb erfolgt ebenfalls geregelt über, ist ein Hochleistungsantrieb auf zwei Achsen in einem Drehgestell. Das Modell hat selbstverständlich auch Haftreifen, wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Er fährt in der Regel alleine, aber vielleicht haben sie eine starke Steigung drin, dass er also mit Haftreifen unterwegs sein muss. Das Fahrzeug hat eine eingebaute Inneneinrichtung mit Fahrgästen, so wie Sie es hier sehen, und natürlich auch einen Triebwagenführer. Die Innenbeleuchtung ist klar, ist dabei. Fahrtrichtungsabhängig wechselnde Dreilicht-Spitzensignal auf zwei rote Schlusslichter ist ebenfalls ganz normal und da. Und betrieben wird die Beleuchtung über Leuchtdioden-LED. Die Innenbeleuchtung kann als digitale Zusatzfunktion gedimmt werden. Das ist also auch sehr schön, wenn die Anlage, wenn das Fahrzeug auf der Anlage im Nachtbetrieb unterwegs ist und es strahlt hier drin, als wenn ein Filmteam drin wäre, ist das auch nicht so toll. Also ebenfalls ein nützliches Feature. So, diese Lokomotive hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 349,99 € und kommt als Angebot für 329 € für dieses Wochenende unter den Hammer. Wer schon immer ein Auge auf diesen Triebzug gelenkt hat, auf diesen gläsernen Zug, muss man ja nun korrekterweise sagen, für 329 € ist er an diesem Wochenende bei uns im Angebot. Ja, liebe Modellwagenfreunde, liebe McLean-Freunde, Sie sehen jetzt diese Lokomotive bereits vor mir stehen. Die königliche Lok der königlich-bayerischen Staatseisenbahn, die S26 in der Epoche 1. Man muss die Maschine erstmal so ein bisschen sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist für mich auch unfassbar, eine unfassbar schöne Lok. Als damals die Maschinen entworfen sind, hat man auch noch ein bisschen was für den Charakter der Maschinen getan. Es ist wie im Automobilbau, wenn man die Autos sich heute anguckt, sie sehen fast alle gleich aus. Aber zu der Zeit wurden die Lokomotiven noch mit ihren Gesichtern einen gewissen Charakter eingehaucht. Und das ist bei dieser S26 natürlich genauso. Die Ausführung, der für den Einsatz im linksrheinischen, im pfälzischen Netz genutzten Schlepptender-Lokomotive in dieser wunderschönen braun-violetten Grundfarbgebung mit goldenen Kesselringen, man sieht es auch ganz deutlich hier, gibt den Betriebszustand um 1910 bis 1912 wieder. Eine unglaubliche Zeit. Da haben wir, glaube ich, alle noch nicht gelebt, als diese Maschine gebaut wurde. Schon deswegen sollte man sich bemühen, diese Lok, wenn man in dieser Epoche unterwegs fährt oder eben diese Lokomotive als Traditionsfahrzeug benutzt mit dem passenden Wagen, ist natürlich der absolute Hammer auf jeder Anlage. So, die Maschine hat einen Digitaldecoder MFX Plus mit umfangreichen Geräuschfunktionen, das klingt schon mal sehr gut, und hat auch einen geregelten Hochleistungsantrieb. Zwei Achsen angetrieben mit Haftreifen und die Maschine ist vorbereitet für einen Raucheinsatz. Alle anderen digitalen Features, die wir von den
von den normalen anderen Lokomotiven kennen, sind natürlich da fahrtrichtungsabhängig, Lichtwechsel und so weiter. Führerstandsbeleuchtung ist dabei zusätzlich digital schaltbar. Also viele, viele Dinge, die zusätzlich eingebaut sind, auch ein Zugbegegnungslicht. So, und dann schauen wir uns noch mal die Lok etwas näher an mit dem detaillierten Fahrwerk, mit durchbrochenen Bahnrahmen, windschnittige Verkleidung von der Rauchkammer, Kamin, Dom und Zylindergruppe sowie windschnittig gestaltetes Führerhaus. Was man damals unter windschnittig natürlich verstanden hat. Heute würde man da wahrscheinlich das Ding durch den Computer jagen. Dann würde aber auch, glaube ich, die Lok nicht mehr so aussehen, wie sie aussieht, so wie sie hier vor uns steht. Also ich bin wirklich sehr begeistert von diesem Modell. So, dann müsste noch erwähnt werden, dass eine Kurzkupplung zwischen Lok und Tender ist. Man kann es auch sehr deutlich sehen. Auch das ist hier sehr gut gelungen an diesem Modell. Und die Kurzkupplung brauche ich also hier auch nicht mehr erwähnen. Der befahrende Mindestradius, und das ist, glaube ich, interessant für den, der jetzt sagt, die Maschine will ich haben. Aber warten Sie ab, ich habe den Preis noch nicht gesagt. Also der Mindestradius ist 360 mm und die Länge über Puffer dieser Lokomotive ist 25,1 cm. Jetzt kommen wir zu dem Preis und nochmal zu der Artikelnummer. Man kann die technischen Sachen nochmal abrufen auf unserer Seite. Dort ist auch abgebildet mit der Artikelnummer 37018. Die unverbindliche Preisempfehlung dieser Maschine ist 499,90 und das Angebot steht bei uns für 479 Euro. Ich muss jetzt dazu sagen, wir haben auch gerade nochmal bei MacLean nachgeschaut. Diese Lokomotive ist werksseitig ausverkauft. Das heißt also, wer jetzt diese Maschine haben will, bekommt sie eigentlich nur noch bei uns. Jetzt, liebe MacLean-Freunde, habe ich noch zwei Packungen anzubieten. Das sind die Kids Start-up-Verpackungen oder Packungen. Und zwar einmal anzubieten den Kranwagen-Set Feuerwehr. Da ist eine realitätsnahe Feuerwehrsound dabei, Martinson, Alarmmelder, Einsatzalarm, Funkspruch und Betriebsgeräusch, vielfältige Spielmöglichkeiten rund um das Thema Feuerwehr. Was ist drin? Ein Kranwagen mit drehbarem Aufbau, beweglichen Ausleger und Handkurbel für das Kranseil, Kranschutzwagen mit Auslegerstütze, Gerätewagen mit eingebauten Digitaldecoder, damit Sie auch die Sounds hören, ist ja auch ganz klar. Und der Digitaldecoder MFX und Stromzuführung für seriell schaltbare Soundfunktionen. Alle Wagen mit Relax-Kupplung, Gesamtlänge über Puffer 32 cm. Die Artikelnummer 44752 ist bei uns ja auf der Seite so zu sehen. Die unverbindliche Preisempfehlung für dieses Set, das ist ja eigentlich ein Erweiterungsset für die Startpackung gedacht, kostet 69,99 und im Angebot ist es für 59,99. So, dann haben wir für die Kinder ebenfalls noch ein kleines Set, und zwar aus der Technik erfahren, MacLean My World. Es sind drei Güterwagen, die also auf den Gleisen von MacLean fahren können. Ist als Erweiterungsset gedacht für Kinder bzw. für bestehende bereits Starterpackungen kann man diese Dinge ebenfalls mit einsetzen. Bei uns mit der Artikelnummer 44140 gelistet und der UVP dieses Sets kostet 69,99 und bei uns im Angebotspreis für dieses Wochenende für 59,99 zu haben. Das war's nun endgültig, liebe Zuschauer, hier bei unserem Teleshopping-Marathon heute am Freitag. Und ich hoffe, dass Ihnen die Angebote sehr gefallen haben und dass Sie natürlich auch kräftig hier und da zuschlagen werden. Ich denke, es war für jeden was dabei und unsere Palette war auch recht vielfältig. Diese Angebotsseite ist, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, bis zum 24. um 20 Uhr freigeschalten. Das ist also der Sonntag. Bis dahin gelten diese Angebote, wenn die Seite weg ist, beziehungsweise wenn das Livestream dann weg ist, dann sind auch die Angebote auf unserer Homepage weg. Das macht aber nichts, wenn Sie es verpasst haben sollten, denn nächstes Wochenende ist ja Black Friday und da wird auch am gesamten Wochenende
diese Seite dann wieder freigeschalten sein mit neuen, mit anderen Angeboten, die wir für Sie bereithalten. Und Sie wissen ja, im Black Friday Fever gibt es das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern, nicht nur in der Konsumelektronik, nein, auch bei uns bei Xtreme 24 und der Modellbahn. Ich hoffe, dass Sie dann auch dabei fleißig sind und unsere Angebote nutzen. Uns wird es dann möglicherweise, es ist noch in Planung, wir können es noch nicht genau versprechen, aber wahrscheinlich Mitte Dezember wiedergeben mit einer neuen Live-Übertragung, mit neuen Angeboten, kurz vor Weihnachten. Und da hoffe ich, dass wir das ein oder andere Schnäppchen Ihnen da sicherlich noch anbieten können. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was wir Ihnen zeigen wollten und auch Ihnen gezeigt haben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, freue mich aufs nächste Mal. Ihr Frank Buttig.